So, da wären wir wieder. Wir waren jetzt hier vor Cimmeria Castle, also vor der Geierschlucht besser gesagt, und wollten uns hier umgucken, ob es irgendwo einen zweiten Zugang gibt. Das sieht aber nicht so aus. Also nirgendwo Geheimwände und dergleichen eingezeichnet. Das heißt, was haben wir jetzt noch? Also hier kommen wir nicht direkt hin. In den Weißen Turm haben wir alles erledigt. Wir waren bei Dawn. Die ist nicht mehr bei ihrem Wagen und der Fahrer war tot. In den Obischminen haben wir auch nichts mehr zu erledigen. Im Sumpf auch nicht. Das heißt, es bleibt eigentlich echt nur Eivel. Katzenstieg. Ja, nur wie kommen wir da weiter? Aber ich denke mal, hier wird echt der Knackpunkt sein. Hier haben wir irgendwo irgendwas übersehen. Denn es kann nicht sein, dass wir den Tipp bekommen, dass wir hier unten weitermachen sollen und dann bei der Tür hier gleich scheitern. Also machen wir uns mal wieder zurück auf den Weg nach Eivel und sehen uns dann da nochmal ganz genau um. Und unterwegs töten wir so viele Orks, wie es geht. Einfach nur, weil wir es können. Zack, zack, zack. Außerdem brauchen wir die Gauner-Level. Ich habe ja immer noch die Panik, dass wir später an diese eine Stelle kommen, wo man den Gauner-Level braucht und dann sind wir nicht hoch genug und müssen dann mehrere Folgen lang oder ich mehrere Stunden lang off-camera irgendwie den Diebeslevel hochbekommen. Das wäre nicht so toll. Also nee, Weißer Turm wollen wir nicht, der ist ganz doof. Also jetzt ja nicht mehr wirklich, da wir wissen, dass er mit den zwei Smaragdklingen gleichzeitig richtig gut Schaden machen kann. Aber vorher war das einfach nur die Hölle. So, oh, unser Rümpelhaufen, da sind wir schon mal richtig. So, hier gab es auch nicht mehr wirklich viel zu tun. Viktors Laden ist zu, denn er ist wohl geflohen. Der Stadtrat ist auch zu. Da ist eine Notiz dran gewesen, dass wir halt in der Höhle nachgucken sollen. Und der Schatzmeister selber lässt uns nicht rein. Anscheinend so lange, bis wir das dann mit der Höhle geklärt haben. Und die Apothekerin war nicht gerade auf dem neuesten Stand. Also sie denkt immer noch, wir haben das Elixier noch nicht fertig gebraut. Das heißt, sie ist auch nicht wirklich hilfreich. So, das heißt, wir gehen da rein. Darunter. Und gucken uns jetzt ganz genau um. Wobei die Karte ja eigentlich sagt, hier ist nichts. Also wir haben jetzt ja schon mehrfach da drauf geguckt. Da ist ein Schalter. Der hat aber nur hier, glaube ich, die Wand aufgemacht oder so. Hier waren zwei Schlösser, die Tür und hier ist der Kartenraum. Das heißt, wenn irgendwo eine Geheimwand wäre, dann müsste sie eingezeichnet sein. Genauso, wenn irgendwo ein Schalter wäre, müsste er eingezeichnet sein. Also wir müssen irgendetwas suchen, was kein Schalter ist und keine Geheimwand. Sowas wie ein Handabdruck zum Beispiel. Da haben wir doch was. Klack. Also, so einfach kann das sein. Aber warum haben sie das nicht eingezeichnet? Oh. Okay. Da ist noch eine Hand und noch eine Hand. Was sagt die Karte? Die Karte sagt, es geht nach oben und nach Westen. Machen wir erstmal Westen. Da dürfte es nicht allzu tief weitergehen. Dass die Wände hinter einem zugehen, ist echt ein wenig irritierend. Aber solange da nur normale Ritter kommen und Orks, ist alles kein Problem. So, zack, zack. Die fallen ja wie die Fliegen. Und wenn man nicht auf allen Seiten von ihnen umrundet ist, machen die auch nicht sonderlich viel Schaden. Was war das denn da hinten? Okay, wir haben da einen Schalter, wir haben da einen Schalter, den man anscheinend nicht auslösen kann. Tauschen wir mal kurz die Armbrüste. Nur für den Fall, dass der Feuerball das nicht auslösen kann, aber da liegt es wohl nicht. Also können wir nur den Schalter hier drücken. Jetzt können wir nur den Schalter hier drücken. Au. Was bist du denn? Ey.
Was zur Hölle? Was auch immer das ist, hat gerade alle unser Mana geklaut. Da kriegt er doch mal eine Watsche ab. Busch. Und kriegt keinen Schaden davon. Das ist doof. Tür zu. Geh weg. Man kann die Tür nicht wieder zumachen. Können wir dich sonst irgendwie treffen? Okay. Ich verbrauche wahrscheinlich wieder gerade viel zu viel Ladung. Okay. Heiltrank haben wir, das bringt nichts. Wir könnten Bienenschwarm benutzen. Wir könnten auch einfach weglaufen. Sonst haben wir nicht wirklich viele Ressourcen. Und die wollte ich auch eigentlich behalten. Also kommst du jetzt mal mit. Und wir laufen einfach... wir können nicht einfach hochlaufen. Das Ding, der blockiert den Weg. Und der Weg zurück ist... durch die Steinmauer blockiert. Was ist mit den grünen Klingen? Vielleicht treffen die das Ding ja. Nee. Anscheinend können wir das Viech nur mit Magie verletzen. Und es saugt Magie ab. Was ziemlich garstig ist, so als Kombination. Na gut. Hilft nix. Bienenschwamm. Hat anscheinend gar keinen Schaden gemacht. Was ist mit diesem Schädel? Nicht genug Zauberkraft. Ja, was soll man da jetzt machen? Ha, wir lassen uns einfach weglaufen. Ne, hier ist es. Wir springen einfach da runter und hoffen das Beste. Ah, hier ist noch so ein Ding. Ja, das wäre jetzt noch zwei von den Viechern und in eine Ecke gesperrt. Okay, Tür geht nicht auf. Okay, vielleicht müssen wir dann später von der anderen Seite auch was drücken und dann geht sie auf. Na gut, dann halt in den Teleporter. Und wir sind wieder oben. Ja, du fühlst dich dizzy. Ich versuche jetzt das Viech mal hier reinzulocken und dann da den Schalter zu drücken. Dass wir das einfach umgehen, das kleine garstige Ding. Komm her. Aber anscheinend lässt sich das nicht anlocken. Steht nur immer genau da im Weg, wo wir lang müssen. Na, komm her. Genau, noch einen Schritt. Und es geht zurück. Okay, dann schlafen wir einfach hier. Okay. Das ist ja komisch. Also ich nenne das Ganze da mal jetzt Irrlicht. Und dieses Irrlicht bewacht wohl echt den Raum mit den Fallgruben. Und kommt hier nicht raus. Das heißt... wo bist du? Da bist du. Stirb. Stirb. Und kaputt. Na also. Schlafen wir hier nochmal? Weil bisher ist das ja nicht wirklich ein Rätsel hier mit den ganzen Schaltern. Es gibt immer nur eine Möglichkeit. Oh. Grisselding. Stirb. Wirklich gut sehen tut man die auch nicht. Das ist ja eigentlich nur ein Pixel, der ist hell. Nur wenn es angreift, sieht man mehr davon. Ha. Okay, dann können wir uns das Ding da auch sparen. Das ist eine komische Tür. Na gut, lassen wir erstmal auf. Das sind wohl alles Schleusen. Weswegen auch immer. Aber na gut. Soll uns erstmal nicht interessieren.
Ah, ja, es könnten Schleusen sein, aber wenn das hier wirklich ein alternativer Zugang ist zu dem Schloss von Scotia, dann muss natürlich auch gesichert sein. Hier sind viel zu viele Knöpfe. Ha? Huh? Da ist ein Teleporter. Wenn ich darauf trete, werde ich sofort auf den anderen Schalter teleportiert. Ah, ja, kurios. Und ja, definitiv viel zu viele Knöpfe. Na gut, dich machen wir jetzt mal einfach auf. Hier sind überall Sackgassen und das Öl geht langsam aus. Auch ziemlich weitläufig hier. Dafür keine Gegner außer diese paar Irrlichter. Habe ich weitläufig erwähnt? Oh, Kiste. Ein Todesstock. Und Georgs Schild. So. Ein Mana-Trank und ein Todesnebel. Das klingt doch mal schick. Das müsste der Zauber sein, den wir durch die eine Karte auch schon auslösen konnten. Also der so richtig gut Flächenschaden gemacht hat, wo dann aus dem Boden die Hände gekommen sind und dieser Nebel. Das ist schon mal schick. Jetzt bräuchten wir nur einen Magier-Level, der hoch genug ist, um den auch effektiv zu zaubern. Und das wird der Knackpunkt sein. Den haben wir nämlich nicht. Also Axel kann da vielleicht ein, zwei Stufen von machen, aber mehr auch nicht. So, können wir hier schlafen? Nein. Genau deswegen haben wir wahrscheinlich die Mana-Tränke bekommen. Falls wir mal in eine Ecke gedrängt werden und absolut kein Mana mehr haben, können wir wenigstens ganz schnell so einen Mana-Trank trinken, den Blitzschlag machen und uns so den Weg freikämpfen. Weil sonst wäre das ja quasi ein Gamebreaker, weil man die Viecher einfach nicht umbringen kann. Boah, ist das riesig. Das ist mit einer der größten Karten bisher. Zumal die anderen Karten haben ja recht viele Leerräume, aber hier ist das alles ziemlich dicht gepackt. Aber na gut. Je größer der Dungeon, desto mehr können wir rausholen an Erfahrungspunkten und Beute. Das ist ja auch gut. Und ein extrem langer Gang oder... Nee, ist ein extrem langer Gang. Ich wollte gerade sagen, entweder ein extrem langer Gang oder ich werde irgendwie immer wieder zurückteleportiert. Okay. Ja, oh, das ist ein Einwegweg. Der Schlüssel ist bestimmt für hier. Und irgendwo ist es auch gegangen. Also ich habe Stein auf Stein gehört. Na gut. Dann müssen wir jetzt wieder zu dem Handabdruck hier ganz hinten, den allerersten, den wir gefunden haben, und den können wir den anderen Weg gehen. Wir haben ja noch tierisch viele Abzweigungen, wo wir noch nicht nachgeguckt haben. Ich denke mal, wir werden hier ein paar Folgen beschäftigt sein. So, letztes Mal sind wir nach Westen gegangen, jetzt gehen wir mal nach Norden. Gucken, was hier so ist. Ah, schon mal so eine nervige kleine... So. Jetzt schlafen. Also in der Hinsicht ist diese Dungeon echt extrem freundlich. Man kann fast jederzeit schlafen. Es gibt nur diesen einen kleinen Gegner, dieses Irrlicht. Okay, wir haben auch noch zwei Todesritter getroffen, aber die sind nicht so wirklich das Problem. Kaputt. Ja. Ja, genau, euch. Und ihr könnt gar nichts. Außer es sind ganz viele von euch, aber in dem engen Gang hier könnte die ganze Armee davon kommen und wir hätten nicht wirklich ein Problem. Wirklich ganz hoch heilen müssen wir auch nicht, denn wir werden ja eh komplett Mana entzogen, wenn wir getroffen werden. Oh, ein Dreher. Mehrere Dreher. Was sagt die Karte? Die Karte sagt, da ist eine Illusionswand.
Das gucken wir uns doch mal zuerst an. Und hier ist bestimmt irgendwo noch eine. Jupp. Na. Hä? Oh, ich bin gleich in noch eine Wand reingetapselt. Hier sind ja überall Illusionswände. Und es war quasi nur eine Abkürzung in den nördlichen Bereich. Das ist ja auch komisch. Na gut, wir bringen jetzt die hier noch schnell um. Dann gehen wir zurück durch die Illusionswand und gucken uns Richtung Norden um. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Denn die Zeit ist rum. So. Und ich gehe trotzdem weiter. Ja, das ist dieser Effekt. Nur noch eine Ecke, nur noch eine Ecke. So, LP 037. Und wir sehen uns gleich wieder. Bis dann.